Ja, hallo, zu einem ganz kurzen Statement. Ja, ich bin auch bei nicht so schönem Wetter unterwegs. Ich drehe mal hier ein bisschen, ne? Das ist dicht bewölkt mit ganz leichtem Regen. Es ist nass kalt, auf gut Deutsch gesagt. Ich bin unterwegs trotzdem auf der Mission 10.000 Kilometer. Die gilt es zu erfüllen. Da fehlen jetzt nach aktueller Berechnung noch gut 400. Bei 5 verbleibenden Wochen in diesem Jahr durchaus machbar, aber aufgrund der gemeldeten Wetterlage könnte es dann doch ein bisschen eng werden. Ja, deshalb heute hier, jeder Kilometer zählt und schauen wir mal, wie viel es heute werden. 22 Kilometer habe ich jetzt runter. Wenn man die 10.000 Kilometer aufs Jahr umlegt, ist es pro Tag 27,5 Kilometer. Ja, fehlt noch ein bisschen was, aber ich bin hier in der Nähe meines Wendepunktes. Da ich nicht die gleiche Strecke zurückfahre, ja, werden wir so bei guten gerne 30 Kilometer landen. Aber genau werde ich hier am Ende noch nachhalten, wie viele Kilometer ich heute bei diesem unwirtlichen Wetter hier an der Saar geraten bin. Ja, und ich habe hier unter der Autobahnbrücke mal kurz angehalten, weil ich einer gewissen Notdurft nachgehen musste. Ja, das Saarstahlwerk Burbach. Da geht es nämlich weiter bis zur nächsten Brücke. Und ja, ich weiß nicht, ob ich es gesagt habe, ich bin heute Bio unterwegs mit meinem großen Tern. Jo, das Ziel. Lass mal gucken, dass hier das Rad nicht wegläuft. Ich habe das Ziel erreicht, bin jetzt die Runde durch. Ich bin so über den Daumen gepeilt 28, 30 Kilometer gefahren. Ich muss auf der Uhr nachschauen. Sehe ich jetzt nicht genau, aber ich schreibe es unten hin ins Video. Ja, auch bei garstigem Wetter geht es darum, Kilometer zu sammeln. Ich bin dem Ziel ja wieder ein bisschen näher gekommen. Bin jetzt irgendwo unter 400 Kilometer, die noch fehlen. Und das kriegen wir auch noch hin. In diesem Sinne, danke fürs Reinschauen, auch wenn es nur eine kurze Episode war. Und bis zum nächsten Mal. Also macht's gut.